Heute laden wir euch ganz herzlich zu einem literarischen Spaziergang ein. Wir, das sind die Poetinnen Barbara Fink, Petra Koch, Alexandra Dorn, Caroline Kaindl, Dagmar Petters, Daniela Buchner und Birgitta Wieser. Ich, Gerlinde Almayer, werde manchmal einen literarischen Wegweiser setzen. Die Musikerin Julia Klaushofer wird uns über musikalische Brücken führen und Musik und Literatur verbinden. Begonnen hat unser Spaziergang bereits im Herbst. Im November hat sich die Gruppe in einer Online-Schreibwerkstatt getroffen, um Gedichte über den Herbst zu schreiben. Und damit beginnen die Poetinnen jetzt auch. Mein erstes Gedicht, was heute kommt, es handelt vom Blutahorn. Der Blutahorn ist ein Baum vor unserem Haus mit wunderschönen roten Blättern. Heute mag ich's glauben kaum. Rote Blätter schmeißt der Baum, als ob das alltäglich wär, mir zu Füßen. Gerade der. Wohin soll denn das noch führen? Kahle Äste soll ich kennen, alle Blätter vor den Türen, möchte am liebsten weit wegrennen. Es ist Zeit, dass das geschieht. Nebel lässt die Blätter sinken, weil der Herbst ins Land nun zieht. Blätter können nicht mehr trinken. Oh, wie klug ist die Natur. Nützt das Blatt am Ast nicht mehr, wird es bald zur Nahrung pur für den Boden. Bitte sehr. Kleine Tiere, die nicht fliegen, sich in seinem Schutze wiegen. Nach und nach zerfällt es, oder? Wird zur Nahrung oder Moder. Winter zeigt des Baumes Wissen. Schnee liegt auf ihm, dick wie Kissen. Seine Äste ohne Blätter trotzen Schnee und jedem Wetter. Schließlich nährt der Boden bald. Frühlings wachsen neue Äste. Später, wenn es nicht mehr kalt, sprießen Blüten, Blättchen, Feste. Bald schon wieder ist er prächtig, voll mit Blättern, stolz und mächtig. Wie? Ja, wie macht er das wohl? Ob ich von ihm lernen soll? Rot, gestern gesehen, mich sehr gewundert. Was ist denn das? Hab's Rot. Im Garten. Das ging schnell. Gestern waren sie grün. Blätter? Rot. Große Vielfalt. Gelb und braun. Wo kommen alle her? Rutschgefahr. Rot. Wie gemalt. Farben der Natur. Wer hatte die Idee? Rätsel. Flammend, buntes Herbstlaub. Die Wälder glühen. Vogelschwärme, die sich sammeln. Abschied. Tränen vertrocknet in den Furchen geschlagener Stunden. Zitternde Glieder nah am Abgrund der Zeit. Trübe Augen werden Schönheit und Liebe nimmer sehen. Die Stimme kennt keinen Jubel mehr.
Das Bein wird straucheln und brechen, bis der Atem stockt. Hörst du ihn entströmen? Und wenn deine Seele dann aufsteigt, welch Jubel wird in dir sein? Erkenntnis und Freude, die alle Trauer forttragen, hinwegfegen, was gewesen, und dich wieder kleiden in Unendlichkeit und lichtvolles Wissen um dein wahres, kraftvolles Sein. Sonnenuntergang in Isla Morada. Feuer und Wasser schwimmen im Wettstreit, werfen sich auf mein Auge, dringen in meine Seele, durchleuchten mein ganzes Sein. Wimmelndes Leben in Fluten und Himmeln, hart in abendlicher Stille. Doch lebt es fort, atmet ein jedes in seinem Element. Rot, der Baum, oben im Wald, leuchtend hell wie Feuer, warm. Rot, das Feuer, im Ofen erwacht, brennend, flackernd, hell, leuchtend, heimelig. Nebelgrauer Morgen, wie Tränen in deinem Gesicht. Der Weg nach vorne führt ins Nichts, wie so oft die Gedanken. November ist ein strenger Herr, über Felder in herzliche Demut. Sein Schattenreich greift nach Macht und erfüllt deine Seele mit Wehmut. Nebel zieht über das Land, versteckte Schönheiten im trüben Herbstwetter. Die Flügel der Windmühle stehen still. Alles Geräusch wird verschluckt, das Blätterrascheln, der Vogelgesang, selbst die Schritte. Hörst du es auch? Auf Spaziergängen kann es passieren, dass man über etwas nachdenkt, worüber man sonst gewöhnlich nicht nachdenkt, weil man keine Zeit hat, weil einen der Alltag verschluckt. Und so war das auch in unserer Schreibwerkstatt. Da hatten wir das Thema, ob das alles gewesen sein kann. Und darüber haben einige Frauen geschrieben. Andere haben wieder geschrieben über das, was sie entdeckt haben auf ihrem Spaziergang. Und manchmal kann man auch in eine Schieflage geraten. Der Barren. Wind balgte sich mit meiner lockeren Kleidung, riss mal mehr, mal weniger an den losen Enden des Wanderrucksacks, der fast leer in meiner Hand hing, und stieß mich vor sich her. Langsam senkte sich die Dämmerung über das zerklüftete Land, das endlos, steinig und flach vor mir lag. Harte Büschel vom Wind zerrupft, stemmten sich gegen die steifer werdende Brise, während Jock, mein Jack Russell Terrier, schnürend, unverhofft zwischen den Felsen auftauchte und wieder verschwand. Regen strich von Osten her über das wilde, menschenleere Land und brachte Abkühlung, die mich sicher bald erreichen würde.
Ich hielt nach einem schützenden Unterstand Ausschau, aber nichts zeigte sich in den beinahe gleichmäßigen Klüften. Plötzlich war da ein Klagen in der Luft. Scharf zog ich meinen Atem zwischen den Zähnen ein. Es war also doch etwas dran an den Meeren der Alten. Der Laut wiederholte sich. Es war ein Wimmern, ein Klagen, das von nirgendwo und von überall her erscholl. Es war um mich, aber ich konnte keinen Ursprungsort festmachen. Beunruhigt rief ich nach Jock, doch nichts rührte sich. Ob er sich verkrochen hatte? Der an- und abschwellende Laut löste banges Ahnen in mir aus. Suchend blickte ich mich in der immer rascher einsetzenden Dunkelheit um. Schließlich holte ich meine Taschenlampe aus meinem Rucksack, die ich für Notfälle immer dort verwahrte. Vielleicht würde Jock so leichter zu mir zurückfinden. Erste Tropfen fielen durch die mich umgebende, fast stöhnenden Klänge und ich schlug schaudernd den Kragen meiner Allwetterjacke um. Einzig der Lichtstrahl meiner Taschenlampe strich über Schatten und Kanten und der Regen spülte den Duft des Landes in meine Nase. Immer noch kein Laut von Jock. Umso dröhnender, ja drängender schmiegte sich das unsägliche Klagen an mich und ich wollte mich nicht mehr loslassen. Es brauste in meinem Kopf und fraß mein Herz, riss meine Seele mit sich fort und trieb mir eine Flut an Tränen über die Wangen. Mein eigenes Klagen beendete schließlich den Ansturm, als ich mich halb bei Bewusstsein endlich auf Knien und völlig durchnässt wiederfand. Etwas Warmes, Lebendiges hatte sich an mich gedrängt und verlangte energisch nach meiner Aufmerksamkeit. Es schmiegte sich fiepend und winselnd an mich und brachte mich ganz zu Bewusstsein. Seine Krallen fuhren unsanft über meinen Körper, als er scharrend versuchte, an mir hochzuspringen. Plötzlich war da Ruhe, die mich erfasste, als ich ihn packte und wie eine Ertrinkende an mich drückte. Ich roch sein nasses Fell. Seine Zunge leckte enthusiastisch über alles, was er erwischen konnte, und das schwirrende Klagen versank endlich, endlich in befreiender Stille. Als ich um mich blickte, fand ich die Taschenlampe, die mir entglitten war, und fand neue Hoffnung im Heraufdämmern von vielen Lichtern, die sich mir mit lauter werdendem Stimmengewirr suchend und tastend näherten. Vielleicht sollte ich an dieser Stelle vorausschicken, ich bin ein von Haus aus gut gelaunter, fröhlicher Mensch und lasse mich selten von der schlechten Laune anderer beeindrucken. Wir haben Montagmorgen. Bauarbeiter Toni kommt vor der Theke zum Stehen. Ich begrüße ihn mit einem fröhlichen, wunderschönen guten Morgen. Als Antwort kommt zurück: Was soll an einem Montag schon schön sein? Ich erkundige mich freundlich nach seiner Bestellung und versuche dabei ein Gespräch mit meinem Gegenüber. Wie lange hat's denn noch Arbeit auf der Baustelle? Und schon explodiert der gute Mann: Ich hab den Stress jedes Jahr schon so satt, das ganze Theater interessiert mich nicht mehr. Autsch, das war wohl ein Wunderpunkt. Was ist heute nur los? Das ist schon der dritte Kunde, der seine schlechte Laune an uns auslässt. Ich denke an einen ähnlichen Vorfall kurz vorher. Eine Kollegin hilft einem Kunden, seine vielen Pakete zur Tür zu bringen. Das dauert nur einen Moment. Trotzdem ruft die Kundin Luise: Ist hier keiner bei der Post? Antwort von der Kasse kommt prompt: Bitte einen kleinen Moment Geduld, die Kollegin kommt sofort. Luise schnaubt nur laut und meint: Geht das nicht schneller? Ich habe keine Zeit zu warten. Meine Kollegin ist zurück,
bearbeitet rasch die Post, verabschiedet sie freundlich und erhält, Überraschung, keine Antwort. Die nächste Anlaufstation ist die Brotabteilung. Auch hier ist kein Warten drin. Ich brauche eh nur dieses Brot, meint Luise. Ich antworte, ich bin gleich soweit, die Bestellung ist sofort fertig. Den Hinweis zu warten kann sie nicht verstehen. Das Brot kann ich doch wohl mitnehmen, mehr brauche ich ja eh nicht. Ja, natürlich kannst du das Brot mitnehmen, sage ich. Die Nummer für die Kasse ist 74, dann weiß die Kollegin Bescheid. Prompte Rückmeldung, schreibst sie mir schnell auf? Ja, sobald ich mit der Jause des Herrn hier fertig bin. Ich höre ein empörtes, dann halt nicht, und Luisi stürmt ohne Brot davon. Kurz darauf biegt Sepp, ein älterer Herr, schnellen Schrittes um die Ecke. Ich begrüße ihn freundlich. Als Gegengruß kommt mir ein »Habt ihr keinen Reis?« entgegen. Ich bringe ihm das Gewünschte und höre ein »Ah ja, da ist's ja!« »Brauchst sonst auch noch etwas?« erkundige ich mich. »Nein, dann habe ich schon alles«, höre ich nun. »Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag.« Sepp rennt fast an mir vorbei, hebt kurz die Hand, »Pfiat euch!« Ob das wohl den ganzen Tag so weitergeht? Ich konzentriere mich wieder auf Toni, den Bauarbeiter, und dessen Bestellung. Ich versuche mich an einem Themenwechsel, erkundige mich, ob er denn im Sinn hätte, in seinem Urlaub Skifahren zu gehen. Das nächste Donnerwetter entlädt sich prompt. Wer soll sich denn das Skifahren bei diesen Preisen noch leisten können? Weiter geht die Tirade, dass wir unser Land sowieso den Urlaubern vor die Füße werfen, es zähle nur der Tourismus. Wie es denn den Einheimischen damit geht, spiele sowieso keine Rolle. Also auch kein erfreuliches Thema. Mittlerweile ist die Jause fertig. Ich reiche Toni sein Sackerl über die Theke, bedanke mich und wünsche ihm einen schönen Tag. Wortlos nimmt dieser sein Sackerl, dreht sich um und geht. In manchen Momenten stört es mich schon, dass so wenig an Wertschätzung zurückkommt und Leute ihre Laune ohne Scheu an uns auslassen. Nach so einem Tag stelle ich mir schon oft die Frage, kann das wirklich alles sein? Es kann doch nicht alles gewesen sein. So gerne wäre ich noch hier und dort gefahren. Dies und jenes wollte ich noch sehen. In Paris die Liebe treffen. In London mit Sherlock Holmes Fälle lösen. In New York Frank Sinatra singen. In Edinburgh mit Geistern sprechen. In Hamburg auf ein Handelsschiff anheuern. Mit Vögeln fliegen, im Rücken des Pferdes mein Glück finden, mit Freunden essen gehen, stundenlang ins Narrenkistl schauen, Sprachen lernen, Rätsel raten und unsinnige Sachen erfinden. Nichts. Leere ist mein Körper, voll meine Seele. Ich war, ich bin, ich werde sein, aber nicht mehr hier auf Erden. Die Menschen in meinem, deinem, unserem Leben, wer sind sie, wer waren sie? Die Menschen um dich herum, sie formen deine Kindheit, formen dein Leben, machen dich zu dem, der du bist. Sie machen dir Freude, fügen dir Leid zu, ärgern dich, nehmen dich mit, lassen dich zurück. Sie tun dir weh, bringen dich zum Lachen und zum Weinen. So viele Gesichter, so viele Menschen, starke, schöne, kluge, geliebte, bewunderte, ehrliche, unnahbare, alle verschwinden sie dann, einer nach dem anderen, wie im dichten Nebel am Meer. Sie verschwinden ins unbekannte Hinterland, einige ohne Abschied, schnell, ohne Vorwarnung, ohne Erklärung. Dabei wäre noch so viel zu sagen gewesen, so viel zu besprechen und zu erklären. Es ist wie Licht ausschalten, wie Stromausfall. Die Menschen verschwinden in der Dunkelheit,
werden zu Schattengestalten, werden zu Erinnerungen, zu Fragezeichen im Ungewissen, zu offenen Wunden in deine Seele. Und du? Du musst mit immer kleiner werdender Besatzung weitersegeln, in unbekanntes Fahrwasser, mit unbekanntem Ziel. Wo wird die Reise enden? Wer wird sich nach Jahren noch an dich erinnern? Wo hast du deine Spuren gezogen? Wer wird sie noch sehen? Wer wird ihnen folgen? Es wird schnell Herbst im Leben. Es bleibt nicht mehr allzu viel Zeit und du wirst nicht alles schaffen, was du dir vorgenommen hast. Hättest du dir vielleicht weniger vornehmen sollen? Sollen wir uns überhaupt diese Fragen stellen? Dürfen wir das? Ja, wir sollen, wir müssen. Trotzdem werden wir zum Schluss sagen, das kann doch nicht alles gewesen sein. Schieflage. Schieflage. Was hast du gesagt? Ich sagte Schieflage. Max sieht seinen Freund Fabian erstaunt an. Was meinst du damit? Ist mir gerade so eingefallen, antwortet Fabian. Und wieso ist dir das eingefallen? Fabian lacht. Es ist alles so schräg. Das Leben, unser Leben. Mein Leben ist nicht schräg. Noch nicht in Schieflage. Ich gehe arbeiten. Tag für Tag, meint Max empört. Er macht eine kurze Pause. Dann fügt er hinzu. Vielleicht befindet sich dein Leben in Schieflage. Meines nicht. Fabian steht von der Parkbank auf. Sei doch nicht gleich so beleidigt. Habe ich nur so dahingesagt. Er nimmt einen kräftigen Schluck aus seiner Bierflasche. Mein Leben ist eigentlich auch nicht in Schieflage. Ich stehe jeden Morgen auf, lebe, esse, trinke und gehe wieder schlafen. Also alles in Ordnung. Wieso behauptest du dann, dass unser Leben schräg wäre? Fragt Max. Es ist mir nur so durch den Kopf geschossen, verteidigt sich Fabian. Es herrscht kurz Stille zwischen den beiden. Dann räuspert sich Max. Du arbeitest nicht. Und, was sagt das aus, will Fabian wissen. Du schnorrst dich durch den Tag. Und, das ist Schieflage. Fabian sieht seinen Freund groß an. Und wieso hängst du dann mit mir ab? Weil wir uns von früher kennen und du in der Schule mein bester Freund warst, sagt Max. Außerdem hoffe ich die ganze Zeit, dass du wieder in ein normales Leben zurückfindest. Fabian schweigt. Es scheint, als würde er nachdenken. Auf einmal sagt er, was ist normal? Findest du dein Leben normal? Natürlich, antwortet Max. Es ist normal, dass man arbeiten geht. Es ist normal, Geld zu verdienen. Es ist normal, ein richtiges Dach über dem Kopf zu haben. Und es ist nicht normal, der Allgemeinheit auf der Tasche zu liegen. Fabian nimmt noch einmal einen Schluck aus seiner Bierflasche, wirft sie in den Mülleimer, dreht sich um und läuft davon. Halt, Fabian, bleib stehen, so habe ich das nicht gemeint, ruft Max ihm hinterher. Fabian geht noch ein paar Schritte, dann bleibt er stehen, dreht sich um. Doch, hast du. Okay, habe ich, gibt Max zu. Fabian geht auf ihn zu. Du weißt, dass ich einen Job hatte und wenn nicht. Max legte ihm die Hand auf die Schulter. Ja, das war eine dumme Sache. Hätte nicht sein müssen. Aber das ist kein Grund, alles hinzuwerfen und auf der Straße zu leben. Ich lebe nicht direkt auf der Straße, verteidigt sich Fabian. Nur ein wenig. Vielleicht, fügt er hinzu. Doch, lebst du. Du schläfst nur ab und zu bei Freunden, wie zum Beispiel bei mir. Jo, regelmäßiges Essen hast du auch nicht, nur trinken vielleicht, fährt Max fort. Jo, siehst du, meint Max triumphierend. Jo, willst du das nicht ändern? Fabian überlegt, dann grinst er. Schräg ist es schon,
und dadurch interessant, nicht so eintönig. Max winkt ab. Ich glaube, dir ist nicht zu helfen. Schieflage. Weil ich dich mag, habe ich dich gefunden. Seither besteht so ein Tag aus 25 heiteren Stunden. Spaziergang. Sich rundender Halbmond am sternenbestickten Himmel. Im Schein der Taschenlampe die Pferdeäpfel umgehen. Einsame Läufer mit Stirnlampe verarbeiten den Tag. Vor einem Lagerfeuer im Garten schwebt Zigarettenglut in der Dunkelheit. Woran denkt der einsame Raucher? Reisen im Kopf heißt der nächste Leseblock. Das geht immer, auch in einer pandemiegeprägten Zeit. Jede der Autorinnen hat ihre eigene Reise unternommen. Die eine eine Weltreise, die andere eine Zeitreise, wieder eine andere vielleicht einen Morgenspaziergang. Auf eigene Faust. Ich betrat das Reisebüro. Ein junger Mann begrüßte mich. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich würde mich gerne beraten lassen. Und zwar würde ich gerne eine Weltreise machen. Der junge Mann sah mich prüfend an. Allein? Ja, ich allein. Nun sah er mich skeptisch an. Was haben Sie denn für Vorstellungen von Ihrer Reise? Wollen Sie alles komplett von uns planen lassen, was ich Ihnen sehr empfehlen könnte? Nein, ich möchte vieles in Eigenregie machen. Sein Blick sprach Bände. Na, dann wollen wir einmal schauen, was wir Ihnen dann so anbieten können. Er tippte auf seinem PC herum. Wo wollten Sie denn Ihre Reise beginnen? Ich dachte, ich beginne mit Afrika. Und zwar von oben nach unten. Von oben nach unten? Wiederholte er. Er atmete tief durch. Okay, dann von oben nach unten. Er tippte wieder auf seine Tastatur herum. Wollen Sie ein Programm mit Fremdenführer und so? Nein, möchte ich nicht. Er sah mich an, als käme ich aus einer anderen Welt. Sie wollen also allein durch Afrika reisen. Was sollen wir Ihnen dann buchen? Sie sollen mir den Flug und Unterkünfte buchen. Aber ich möchte keine Luxusherbergen. Keine Luxusherbergen, okay. Sein Tippen wurde immer hektischer. Wie wollen Sie sich in Afrika fortbewegen? Tja, vielleicht mit einem Mietwagen. Sie wollen also mit einem Mietwagen von oben nach unten durch Afrika, fragt er ungläubig. Ja, will ich. Sie wissen schon, dass es dort viel Wüste gibt und Dschungel. Ja, weiß ich. Und wilde Tiere. Ja, das weiß ich auch. Außerdem gibt es dort Länder, in denen es gefährliche Organisationen gibt. Ja, ist mir bewusst. Warum in Gottes Namen wollen Sie dann so etwas riskieren? Sie könnten doch auch einfach in ein paar Länder fahren, dort in schönen Hotels übernachten, eine geführte Safari machen und andere afrikanische Sehenswürdigkeiten mit einem Fremdenführer anschauen. Alles andere ist viel zu gefährlich. Ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, aber ganz so jung sind Sie auch nicht mehr. Ich sah ihn an, grinste. Das ist mir zu langweilig. Er schüttelte fassungslos den Kopf. Ich rate es Ihnen nicht, aber wenn Sie unbedingt wollen, drucken Sie mir ein paar Vorschläge aus und morgen komme ich wieder und schaue es mir an. Okay, überlegen Sie es sich aber ganz genau.
Da brauche ich nichts zu überlegen. Bis morgen. Bis morgen, kam die entsetzte Antwort des jungen Mannes. Ich nahm meine Handtasche und verließ das Reisebüro. Ich ließ einen am Boden zerstörten jungen Mann zurück. An der Ecke wartete meine Freundin. Und, wie war es? Fragte sie erwartungsvoll. Er war völlig am Ende. Gut, dafür hat er mich schlecht beraten und mein Urlaub war ein Reinfall. Etwas Schadenfreude muss schon sein. Komm, gehen wir einen Kaffee trinken. In Ordnung, kicherte ich. Und morgen folgt der zweite Streich. Der gepackte Rucksack steht bereit. Die Reiselust wird nun befreit. Das Flugzeug erhebt sich in die Lüfte. Ich bin gespannt auf viele neue Düfte. Das Kajak pflügt durchs klare Meer. Der Anblick der Küste gefällt mir sehr. Die Bewohner dort, das glaubt ihr mir nie, sind schwarz und weiß. Eine Brillenpinguinkolonie. Bei einer aufregenden Safari geht's heiß her. Löwen und Elefanten stolzieren umher. Am Lagerfeuer gibt's danach Bunny Chow mit Chili gefülltes Weißbrot, ein afrikanisches Wow. Auf Bali düse ich mit dem stinkenden Roller umher. Hier neue Leute kennenzulernen, fällt einem nicht schwer. In gemütlicher Runde erlebe ich das besondere Essen. An frittierten Bananen habe ich einen Naan gefressen. Australiens Outback ist nächster Teil der Reise. Die Aborigines gelten als besonders weise. Im tosenden Meer reiten die Surfer auf ihren Wellen. Dazu entspanne ich am Strand auch die innersten Zellen. San Francisco in Kalifornien ist das nächste Ziel. An Sehenswürdigkeiten gibt es hier wirklich viel. Das blaue Wasser vor Key West gibt mir nach den Everglades den Rest. Islands Nordlichter sind ein letzter Teil der Reise. Am schwarzen Strand ziehen Gedanken ihre Kreise. In der blauen Lagune liege ich im milchig-blauen Nass. Diese Weltreise machte unglaublich viel Spaß. Die längste und abenteuerlichste Reise beginnt mit den Worten: Ich kenne da eine Abkürzung. Meine Reise nach Schottland. Was Schottland so einzigartig macht, sind seine Landschaft, seine Menschen und sein Flair. Egal, wo man hinfährt, man findet überall mehr oder weniger versteckte Überreste der Geschichte Schottlands. Burgen, Steinkreise, Mahnmäler, Steine mit Muster und Symbolen und Monumente. Ich habe bis dato noch nie so viele Steine besichtigt wie hier in Schottland. Und alle hatten etwas mystisch Faszinierendes für mich. Bevor wer fragt, ich habe mit dem Linksverkehr von der ersten Minute an keine Probleme gehabt. Die Sprache der Schotten ist definitiv nicht Englisch. Auch wenn sie sich bemüht haben, mit mir Englisch zu sprechen, habe ich sie meistens erst beim dritten Anlauf verstanden und da auch nicht immer alles. Das Wetter ist beständig schön schlecht. Mir ist sogar einmal auf einem Hochmoor passiert, dass während ich gemütlich die Straße entlang fuhr, es zu meiner Linken aus Kübeln gegossen und zu meiner Rechten die Sonne geschienen hat. Vor mir erschien ein Regenbogen, der sich über die Straße gespannt hat. Es war einfach unglaublich. Die einzigen mehr oder weniger ausgebauten Straßen sind die sogenannten Hauptstraßen entlang der Küste. Alle anderen sind meistens nicht immer einspurige Schotterstraßen in der Machart unserer Forststraßen. Aber wenn man Schottland wirklich erleben möchte, sollte man sein Navi ausschalten und einfach diese Nebenstraßen entlangfahren und dabei chillen. Ihr glaubt nicht, was da alles passieren kann.
abgesehen von den obligatorischen Schafen, die sich prinzipiell auf der Straße und nicht auf den Weiden aufhalten, kommen einem gelegentlich sogar Kühe entgegen. Auch werden die Straßen den Brücken angepasst, nie umgekehrt. Also kann es sein, dass man gemütlich eine der seltenen zweispurigen Straßen dahin tuckert und dann kommt eine Brücke, einspurig, uneinsehbar. Du siehst nicht, ob wer entgegenkommt. Kein um die Ecke Schauspiegel, keine Ampel, ergo, du musst hupen. Hupt keiner zurück, dann kannst du gefahrlos weiterfahren. Die Straßen sind von Büschen und Baumalleen eingerahmt. Ich habe mir oft gewünscht, dass ich mehr Sicht auf die Landschaft habe. Aber mit dem Wünschen sollte man aufpassen. Denn als ich hier und da eine Sicht auf die Landschaft, Küsten und das Meer hatte, habe ich mir die Büsche und Bäume zurückgewünscht. Der Wind ist dort so stark, dass ich das Lenkrad meines Autoleins in einem süßen kleinen Fiat Panda ziemlich festhalten musste, damit ich auf der Straße bleibe und nicht verweht werde. Auch die Straßenmarkierungen auf den Fahrbahnen sind zu beachten. Wichtig. Besonders das Slow Down. Das kann nämlich bedeuten, dass die Straße plötzlich als eine sehr enge Serpentine weitergeht und du einen wirklich steilen Hügel hinauf oder hinunterfährst, hinter einer Haarnadelkurve sich eine enge Brücke versteckt, ein Viehgitter, noch weitere Haarnadelkurven kommen oder du durch natürliche und steinerne Tunnel durchfährst. Es gibt Kreuzungen in Schottland, naja, in den Städten schon, hier und da. Eigentlich nur da, wo ein Kreisverkehr einfach wirklich, wirklich nicht möglich war. Ansonsten gibt es Kreisverkehr in der Größen von ein Kreis, der sich gerade noch ausgegangen und hier kann man ein Haus in der Mitte bauen. Reicht. Was ich am Schluss noch jedem Schottlandreisenden rate, nimm sicherheitshalber einen kompletten Straßenatlas, einen Kompass, ein GPS und ein Navi mit. Gib immer die Koordinatoren in die Navigationsgeräte ein, wenn du diese hast. Denn das Ziel liegt sehr oft auf einer namenlosen Straße im Irgendwo. Die Aussicht, etwas auf Anhieb mit dem Navi oder in Google Map zu finden, ist nicht besonders hoch. Da sich das Ziel locker noch weitere 20 Minuten Fahrt von Sie haben Ihr Ziel erreicht, befinden kann. Schottland ist eine Reise wert. Du brauchst aber Geduld, Ausdauer, Humor und genügend stressfreie Zeit. Ein Mittwoch kurz vor 7 Uhr in der Früh. Es ist schon hell, aber die Sonne versteckt sich noch hinter dem Hünikol. Ich mache heute einen zugegeben nicht alltäglichen Morgenspaziergang und bin schon durch Zellemoos unterwegs. Gestern haben die Bauern hier rundherum die Felder ein letztes Mal gemäht und das Heu duftet intensiv. Heute soll es warm und sonnig werden, also kein Stress mit dem Einbringen. Der Gehsteig ist alle 3 bis 5 Meter sorgfältig eingenässt von gehobenen Hundebeinen, die offensichtlich noch früher auf dem Weg waren als ich. Wo die Häuserreihe aufhört, fängt der Gehweg über die Wiese an. Der Nebel schwebt noch wie tanzende Elfen, leichtfüßig über die Felder. Nach und nach bekommen die Bergspitzen rundherum Goldhauben aufgesetzt. Jede einzelne mit tausenden kleinen Sonnenfäden bestickt. 2 Pferde frühstücken genüsslich das taufrische Gras bei dem alten Bauernhof. Im Vorbeigehen wünsche ich Ihnen einen guten Morgen. Jetzt schaut die Sonne mit einem Auge schon über den Berg und schickt ihre ersten Strahlen zu uns hinunter. Sie streuen ihr warmes Licht über die Felder, über jeden einzelnen Grashalm. In Nu funkeln die vorhin silbernen Tautropfen unter den weißen Nebelschleiern nun wie unzählige kleine Diamanten, gefasst in reines Gold. Wie ich so gehe und schaue und meine Gedanken fliegen lasse, trete ich auf eine Nacktschnecke. Ich weiß nicht, wohin sie unterwegs war. Jetzt ist sie tot.
Ich mag wirklich keine Nacktschnecken, aber das hätte jetzt und hier und so nicht sein müssen. Auf dem Parkplatz zum Celle Flugplatz steht ein großer schwarzer Bus. Auf der Rollbahn arbeitet ein Mann mit einem Trimmer und mäht die Grashalme am Rand der Piste. Von hier aus gleicht er einem Gartenzwerg und der rote Laster neben ihm einem Spielzeugauto. Die Sonne strahlt jetzt in voller Pracht über den Berg, das Gold ist zerronnen und die kühle Morgenfrische ist kaum noch zu spüren. Ein Schwarm großer Vögel fliegt in Keilformation Richtung Oberpinzgau. Auf diese Entfernung vollkommen lautlos. Bald wieder. Eintauchen in enge Gassen, quer darüber bunte Wäsche von Hauswand zu Hauswand gespannt. Sie flattert im Wind. Sie trocknet in der südlichen Sonne. Die kleinen Tische der Straßencafés dicht besetzt. Gelbe Sonnenschirme spenden Schatten. Limoncello und Espresso neue Ideen. Plauderei und Gelächter fliegen von Tisch zu Tisch. Die Abenddämmerung senkt sich nieder. Die letzte Touristengruppe des Tages folgt wissbegierig der Stadtführerin. Kirchenglocken verkünden die Stunde. Zeit für Muße. Zeit für das Wesentliche. Zeit, Mensch zu sein. Die Reise. Endlich waren alle Bedingungen erfüllt, um diese ganz spezielle Reise anzutreten. Der Ort stimmte, die Zeit stimmte und das Gefühl dafür war genau richtig. Susanne setzte sich auf den bequemen Stuhl, rollte sich in Position und begann, ihre Finger geschickt in fast traumartiger Sicherheit über das Keyboard tanzen zu lassen. Jeder Anschlag saß. Jedes Verweilen schuf ein neues Stimmungsbild und machte das entstehende Gemälde vollständiger. Mit jeder Farbe, die sie dem Bild hinzufügte, wurde es lebendiger, kraftvoller und auch die Vibration ihrer Umgebung wurde kristallklar und fokussierte sich schließlich auf einen Lichtpunkt, der direkt vor ihr entstanden war. Die Kristalle, die sie als Gitter rundum im Raum aufgebaut hatte, fingen die Schwingungen auf und trugen das ihre zur Harmonie des entstandenen Fokuspunktes bei. Sie fügte nun all diesen Komponenten ihre ganz persönliche Note hinzu. Die Obertonreihe, die ihr schon seit Monaten im Kopf herumspukte, sie weder tagsüber noch in der Nacht wirklich ruhen ließ, brach aus ihr hervor und vervollständigte das Bild, das reiner Klang war und im Raum waberte, als könnte man ihn berühren. Plötzlich war der erwartete multispektrale Lichtbogen da und die Freude über dieses lang ersehnte Phänomen raubte der jungen Musikwissenschaftlerin schier den Atem. Die Einstein-Rosenbrücke stand. Sie war aus ihr und aus ihren Klangwelten ersonnen. Ein wenig wackelig auf den Beinen erhob sie sich aus ihrem alltäglichen Leben, betätigte die Aufnahmetaste und speicherte den entstandenen Klangraum auf ihrem H4 ab. Sie wagte es nicht, die Aufnahme zu überprüfen, da die im Raum schwebende Harmonie gestört werden würde. Sie machte Kopien auf mehreren Speicherkarten, verwahrte sie direkt am Körper, wie auch das Abspielgerät, und schnappte sich den vorbereiteten Rucksack, das Wasser und ihr Tagebuch. Eilig hinterließ sie eine Notiz für ihre Lieben
und machte sich auf, dem Klang, der sie schon ihr ganzes Leben begleitet hatte, zu folgen. Sie setzte einen vorsichtigen Schritt in den Fokuspunkt des Klangs und verschwand. Liebe Großmutter, Mutter meiner Mutter, heute reise ich zu dir in Zeit und Raum. Welche Zeiträume werde ich dabei überbrücken? Die Maximalzeit von deiner Geburt 1886 bis heute, das sind circa 134 Jahre. Welchen Raum durchquere ich, um dich zu treffen? Ich bleibe in Europa und bewege mich zwischen Neuerburg, Köln, Walsenburg, Ulm, Flensburg, Dänemark, Aachen, München und Biesendorf. Liebe Anna Maria Konrad, du bist als Tochter einer Hotelierfamilie in Neuerburg auf die Welt gekommen. Neuerburg liegt in der Eifel. Euer Haus stand zentral am Marktplatz. Ihr hattet Brauereirechte und eine Pferdestation von der Post. Nachts kamen die Gäste mit der Postkutsche, wurden spät noch von euch bewirtet. Man rechnete damals 1 Pfund Fleisch pro Person. Ich stelle mir anhand dieser Einzelheit vor, wie hart es damals war, mit der Postkutsche zu verreisen und wie viel Energie die Menschen brauchten, um das auszuhalten. Heute reise ich in Gedanken, nicht mit dem Flugzeug, nicht mit dem Zug, nicht mit dem Auto und nicht mit der Kutsche. Ich reise sozusagen virtuell. Ich reise in meinen Gedanken und schreibe es in einen Computer und kann Bilder einfügen und diese am Bildschirm größer machen. Und heute kann ich erzählen, sogar wenn niemand bei mir im gleichen Raum ist. Und ich kann meine Kolleginnen aus der Schreibwerkstatt in unser Gespräch einbeziehen, kann Antworten hören. Ich kann alle die Bilder auch sehen lassen. Das ist ein sehr großes Privileg. Und es hätte dir auch großen Spaß gemacht. Du hast noch mit über 80 Jahren für das Flensburger Tageblatt geschrieben und hättest sicher auch die dafür notwendigen Techniken mit Leichtigkeit gelernt. Heute treffe ich dich um die Zeit vor 1914. Wie schaust du mich an? Lebenslustig, mutig, tatkräftig, selbstbewusst. Wer bist du? Wer bin ich? Ich sehe dich an, treffe dich in der Tagenstub, an der Feuerwand im Kölner Hof, deinem Zuhause damals. Die Tagen sprechen in Bildern und geben viel Wärme. Und du erzählst mir und ich erzähle dir Geschichten aus unserem Leben. Wir werden heute nicht fertig mit unseren Fragen und Antworten. Ich nehme mir wieder neu vor, dir in allen guten Eigenschaften nachzueifern. Ich glaube, vieles ist mir gelungen. Gestärkt komme ich zurück. Danke, liebe Großmutter. Auf Wiedersehen in der Tagenstub. Liebes Publikum, liebe Mitwirkende, unsere gemeinsame künstlerische Begegnung ist jetzt vorbei.